Da hast du dich jetzt zu sehr darauf konzentriert zu schießen. Ja, stimmt schon. Da hast du jetzt halt voll viel Zeit verloren. Boah, ja, gerade habe ich gut gebaut, Alter. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Scorpion Plays, Freunde. Heute ein ganz besonderes Video. Ich wollte euch ganz einfach kurz bedanken für den Support bei den letzten Videos. Dass euch aufgefallen ist, dass jetzt wieder deutlich mehr Mühe drin steckt. Also ist die Fortnite-Depression auch offiziell, ja, ich will nicht sagen beendet. Und was noch beendet ist, ist morgen die Spielwiese. Und das war ein klasse Übergang von Marcel. Schulterklopfer. Ja, und ihr hört schon, da ist noch eine andere Stimme dabei, und zwar der King Phil. Was geht ab, Leute? Genau, hallo. Genau, der macht nämlich auch, der ist quasi auch aus der COD-Szene von ganz früh, den kenne ich schon seit Ewigkeiten, und der zieht auch gerade gut mit Fortnite durch, und der ist sozusagen jetzt so ein bisschen mein Baumeister, denn zum richtigen Tryhard in Fortnite gehört natürlich auch dazu, bauen zu können, und deswegen liefern wir uns heute ein paar Bauduelle. Das ist ja sozusagen, wenn man sich gegenseitig highgroundet oder versucht immer sich nach oben zu bauen und dann von oben auf den Gegner runterzuschießen, und da ich darin noch nicht so gut bin, wird er mir ein paar Tipps geben, die ihr vielleicht ja auch mit auf den Weg nehmen könnt. Wir dachten uns, wie gesagt, jetzt nochmal schnell, bevor man in Season 5 richtig reingeht, kann man das ja noch mal ein bisschen vorher üben, sozusagen. Genau. Yes. Und ich zeige euch mal ganz kurz meine Basics. Also natürlich spiele ich Baumeister Pro. Und machen wir so, dass ich mache Stein, okay? Und du halt... Okay, okay, alles klar. Okay. Baumeister Pro, jeder spielt das bitte von euch ab jetzt. Ja, keiner spielt mehr Kampf Pro. Was ich immer am Anfang mache, ist das hier. Also das ist, dass ich aus diesem hier für mich dauerhaft die Treppe nach unten mache. So, aus dem Dach. Das gehört auch für mich dazu. Ich würde sagen, wir bauen uns ein bisschen Material beide ab und holen uns beide Waffen. Also eine AR, eine Shotgun und... Ja, also normalerweise haben wir immer eine M4 zum Beispiel. Oder halt eine, genau, eine Burst, eine Shotgun und dann entweder Tactical, MP, je nachdem, was du halt lieber spielst. Okay. Kannst natürlich auch Double Pumpen. Aber vieles, das dauert halt auch manchmal voll lange. Deswegen würde ich sagen, ohne Schild, wenn man jetzt nicht schafft, auf Dings Schild zu kommen. Ja, ich weiß auch Schild, oder? Okay, ja. Tour. Also Leute, und Phil ist auch schon jemand, der kann schon... ziemlich gut bauen. Also ich werde natürlich, ja, du musst heute natürlich tief stapeln, ne? Du musst tief stapeln. Ah, okay. Ja. Ich denke mal, so richtig leicht wird es heute nicht für mich. Aber ist ja auch egal. Weil wir sollen ja auch ein bisschen was üben dabei, Leute. Das gehört ja dazu. Richtig. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo hier eine Eier finde. Ja, ich habe absolut eine Piste nur gefunden. Burst Beste, Alter. Okay, okay, warte, ich habe eine blaue Tommy Gun, das ist nicht schlecht. Ich hole mir jetzt einfach den Stein noch, den restlichen. Ja Leute, morgen geht das Season 5 los, da wird natürlich auch ein Video von mir kommen, ganz klare Geschichte. Und jetzt der letzte Spielwiesentag ist natürlich auch nochmal, wird natürlich nochmal gebührend gefeiert. Gründer Abschluss, Digga, das ist so belastend, dass sie den weghauen. Ich hoffe in Season 5 kommt, da, vor allem, das wäre so perfekt, wenn er jetzt kommen würde, weil man dann einfach so die ganze Map erkunden könnte, ne? Es soll ja wohl eine neue kommen. Das ist echt heftig, was die sich in diesem Spiel immer einfallen lassen, ne? Ja. Ach, jetzt gib mir halt bloß keine AR. Ich hab noch keine einzige Pump gesehen. Wenn ich in dieser Runde, in der normalen Runde gelandet wäre, dann wäre ein Solo. Ich wäre so ausgerastet. Ja, instant. Was ist das hier? C4. Ja, ich finde auch keine normale AR, Alter. Digga, nee, jetzt hab ich eine M4. Okay. Ich habe jetzt einfach eine M4 und eine Tactical, das reicht mir jetzt, ey. Haben wir das irgendwie ausgestellt, gute Waffen zu bekommen? Ich habe schon wieder ein blaues Jagdgewehr bekommen, das ist so lächerlich. Ich schau nochmal hier, ob ich hier was finde. Wie geil wäre das, wenn man das einstellen könnte, was für Waffen man bekommt. Ja Leute, generell seht ihr schon, ich habe jetzt diese Doppeltreppen so ein bisschen drin, also was heißt Doppel, aber diese Treppe mit dem Stein sozusagen, damit der nicht runtergeschossen werden kann. Hier, das ist diese Konstruktion, kann man natürlich noch krasser machen, indem man da noch so Böden drunter haut. Das ist natürlich dann schon der Next Level Shit hier. Also wenn das richtig gut kann, das ist schon heftig. Da gibt es da richtig krasse Baumeister, so einer werde ich wahrscheinlich nie werden, aber wie gesagt, wenn ich in Season 5 nochmal ein bisschen mehr angreifen will, ist natürlich klar, dass es dann dazugehört, sich dementsprechend, Alter, in meinem Zimmer, ich kann nichts sehen, ne? Ich kann meinen Bildschirm kaum erkennen, weil es hier so hell ist in dem Zimmer, Leute. Ihr seht das vielleicht. Ich habe eine Burst-AR jetzt, das reicht, aber ich habe halt nur noch eine Pump und ich hätte eigentlich ganz gerne eine MP, oder dann ziehe ich mir die Tommy Gun. Okay, wo treffen wir uns denn? Wollen wir uns beim Park treffen? Nee, ohne kommen treten? Hier. Ja. Komm hier neben das Haus. Das Haus. Ah, neben Guter das Call, Haus, oder? Soll ich kommen. Jetzt weiß ich genau, neben wo du bist. Das Haus. Ja, neben das Haus. In TT Tower, genau. Okay. Und wie machen wir das immer so? Ich bin in Wading Woods gelandet. Scheiße. 4 Plattformen hat man hier Platz. So, das ist zum Beispiel deins und das andere ist halt meins. Hey, wie viel hat die 4 Platz? Ja, weil man hat hier 4 Plattformen quasi Platz zwischen der Mitte und dem. Genau, jetzt muss ich absolut wasted die wieder abbauen, aber. Ich habe es auch. Ey, wieso? Ich habe es auch gebaut, das ist egal, kann man es doch so merken. Ja, okay, okay. Okay, und das ist dann quasi. Das ist sozusagen der Abstand, mit dem wir starten, oder was? Ja. Okay, alles klar. Yes. Das Ding ist, es geht jetzt nur darum, den Kill zu machen. Es ist ja so, es gibt ja auch Leute, die übertreiben ein bisschen mit dem Bauen, finde ich. Ich finde, man kann, man muss ja nicht immer komplett krank hochgebaut sein, weil es gibt ja auch Situationen, da könnte man mal kurz warten und dann von unten ballern. Das habe ich schon mal voll oft gesehen, dass man das machen kann eigentlich. Ich habe auch schon so mal ein paar Runden gewonnen. Einer baut sich ganz hoch, ich warte einfach unten und töte ihn.
Das also, ist richtig, seit Baumeister Pro ist das richtig krass. Also viele vergessen dann auch einfach zu schießen und ballern nur noch wie behindert. Ja, bauen nur noch wie behindert. Ja, genau. Okay, gut, also. Warte, das ist jetzt also pass auf, wir stellen uns hier, hier drauf. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hier drauf, Rücken an Rücken. Und dann zählen wir bis 3 und dann laufen wir zu unserer Base so. Okay. Und okay, dann laufen wir so, also kannst du dich hochbauen und wir laufen auf. Aber es gibt, so. Ist es jetzt nicht irgendwie hier so begrenzt, der Raum. Also wie wir bauen können, ist völlig genau. Uns überlassen quasi. Ja. Wie sagst du das? So, jetzt kannst du dich da so hinstellen, dann machen wir das so richtig so. Alter, das ist ja richtig krass. Und bis okay. Zur eigenen Base läuft man. Genau, bist du, also bis zur letzten Platte halt und dann kannst du anfangen. Okay Leute, und jetzt immer wenn er mich gekillt hat, dann wird er mir sagen, was ich falsch gemacht habe und andersrum natürlich nicht. Okay, also ich bin ready. Yes, okay, let's go. Okay. Auf die Plätze, ach so, ich mach einen Shot. Lol. Ich mach einen. Ah, bist du schon los? Achso, ja, ich dachte, okay. Du sagst so los. Okay. Und los. Okay, jetzt. Ich bin nicht mehr in Baumodus gegangen. Sehr gut. Ich bin nicht im Baumodus. Was ist da los? Ja, ich habe gerade absolut kurz gechoked. Huch. Das ist so krank, was man hier teilweise durchmachen muss, ne? Leute, ich höre einfach nur so eine Tür. Das Ding ist, du bist halt die ganze Zeit. Nein, 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 nein! Okay, jetzt bin ich so gut wie tot schon. Einfach vom Fallschaden. Was ja egal. Ach, da achte ich nie drauf. Man sieht das ja an der Seite immer, wie viel Leben der Gegner hat. Das ja, ist eigentlich scheiße. Gemacht. Hier, das ist eh komplett wasted jetzt. Aber egal. Ja, okay, sollen wir neu starten? Nein, passt. Okay. Noch ist der Fight ja nicht vorbei. Ja. Das Ding ist geil. Hallo, Motherfucker! So, okay. Das Problem war bei mir jetzt, dass ich vergessen habe, dass wir am Anfang auch in den Baumodus gehen sollten für den Baukar. Und ich deswegen viel zu langsam war. Und dann habe ich halt zwischendurch. Ich verstehe jetzt schon, wie man sich von oben zum Beispiel abdeckt. So, dass, ja. Also, dass ich dann, wenn du über mir bist, dass ich dann so zumachen kann, dann, dass ich dann sozusagen aus einer anderen Richtung rausgehe. Aber in der Zeit kannst du mich schon längst beobachten, halt sozusagen. Also ja, ich habe mich so nervös. Man kann sich das hier gut angucken, weil wir verschiedene Materialien benutzt haben. Ja, das kann man ja, echt, gute Idee. Das kann man hier ganz gut sehen. Also ich bin jetzt zum Beispiel von, so, wir gucken uns das mal an. Er war die ganze Zeit, ihr seht schon, das Holz ist die ganze Zeit höher als meins. An jeder Stelle ist das Holz höher. Zum Beispiel hier habe ich mich so noch nervös in diese Richtung hier gebaut. Zum Beispiel sind auch Schwachstellen. Weil, warte, wo ist denn dieser eine Übergangspunkt, wo ich mich rausgebaut habe? Weil hier ist auf jeden Fall eine Stelle, die kann man mit einem Schuss komplett kaputt machen. Ich muss überlegen. Außer du hast die sozusagen mitgebaut, so ein bisschen. Einmal habe ich Richtung Basketball. Wobei, das ist, irgendwann ist es halt so krass, irgendwann siehst du halt gar nicht mehr, ja. Was du theoretisch kaputt schießen könntest. Weil das ist halt, es gibt hier also sicherlich Schwachstellen, halt, aber. Du musst halt auch gucken, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass du recht langsam dich gedreht hast und so. Was für eine Empfindlichkeit spielst du? 6-6. Ja, okay, das müsste eigentlich gehen. Weil. Du hast halt so, vor allem, du musst halt auf so manche Sachen musst du dann halt verzichten. Du solltest zum Beispiel, du hast du Building, also dieses Building Pro oder wie auch immer man das nennt, also Turbo bauen, genau, hast du das an? Ja, warum nicht, oder? Genau, das hast du an und dann, da kannst du dich dann halt richtig schnell drehen. Genau, das war eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das war jetzt Chalk. Ich muss ja auch, das Ding ist, man darf auch nicht sich immer ganz einbauen, man muss halt einfach wissen, wo der Gegner ist. Also dieses, weißt du was ich meine, wenn man sich ja, jedes klar. Mal so einen Turm baut, das braucht man ja gar nicht. Wenn ich jetzt weiß, du bist zum Beispiel westlich von mir, dann reicht's ja, wenn ich quasi so mache und dann hier so auf dich gucke. Genau. Und du kannst vielleicht mal kurz zu mir gucken? Ja. Was halt wirklich einfach immer das ist, stell mal vor, du bist so, warte, ich mach mal kurz eine Plattform. Stell dir vor, du bist so ungefähr hier. Mhm. Schon auch ein bisschen hast du Highground und so. Was ich dann halt immer mache ist, ich laufe an der Seite entlang. Und dann so schnell wie möglich drehe ich mich nur zu dem hin, weißt du? Ja. Das war jetzt Joke, okay, aber. Wie schnell du es wieder ausgeglichen hast, ist halt krass. Ja, okay. Weißt du, du musst halt immer dich dann so. Du musst davon wegkommen, immer eine komplette Base zu bauen. Ja, das meine ich ja. Richtig viel Zeit. Du brauchst ja nicht alle Himmelsrichtungen abzudecken. Genau. Es sei natürlich, hinter dir ist auch noch einer, dann ist es aber eine ganz andere. Dann musst du anders sich verhalten, glaube ich. Also Leute, ihr seht, ich bin auch kritikfähig und nehme hier auch Kritik an. Also nicht, manche denken, ja, ich bin nicht so, aber ich will ja auch was lernen hier. Okay, dann baue ich jetzt noch ein bisschen Stein ab und dann würde ich sagen, gehen wir mal woanders hin, oder? Also, ja, okay. Weil ich glaube, die gleiche Base müssen wir jetzt nicht nochmal unbedingt. Bist du ready? Ich bin ready. Machst du wieder Shotgun-Schuss?
Yes, okay. Wie im echten Leben, Digga, wie ja. Im echten Leben, alles klar. Auf die Plätze fertig, los. Ja, ich bin natürlich hängen geblieben, perfekt. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Jetzt habe ich schon gechoked, das war's komplett. Ich habe jetzt gerade eben auch einmal versucht, diese Push-Taktik mit den Treppen, mit dem Dach zu machen. Ich habe komplett versagt. Die Frage ist halt, baust du dich die ganze Zeit nur hoch? Ja, also am Anfang würde ich mich vor allem in so einem Bauduell konzentrieren sich beide Seiten eh nur darauf, schnell hochzukommen. Also will ich auf eine Wand verzichten zum Beispiel. Ja. Weil das kostet ein bisschen viel Zeit. Und da achte ich nur darauf, dass ich halt ein bisschen nach oben komme. Und du musst halt, ich weiß nicht, das sehe ich bei dir gerade die ganze Zeit. Guck mal, du läufst, warte. Warte, soll ich nicht schießen? Ja, genau, schieß mal ganz kurz nicht. Komm mal kurz hier hin. Hier war ja. Gerade meine Position. Komm mal hier hin. Ja. Und du bist gerade so einfach nach oben gelaufen. Ja, das war halt. Das war halt auch, weil ich da nicht wusste, wo du bist und hab halt sozusagen gehofft. Ach so. Hättest du da okay. Halt auf mich geschossen, hätte ich dann versucht, schnell die Seite zuzubauen, aber hätte den ersten Schuss halt schon safe kassiert. Den ersten Schuss hättest du safe kassiert, genau. Ja. Das ist nämlich das Ding. Also am besten immer so, ich weiß nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das selber gesehen hätte, aber immer so. Vielleicht versuchen, die Wand neben einzusetzen oder so? Ja, verstehe. Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch von Reflexen und so kann ich's. Also ich muss nur noch die Abfolge genau hinkriegen. Also ja, das so ist halt Todesübungssache. Es gibt kein anderes Game, wo du mehr üben kannst, ja. Aber besser werden kannst als in Fortnite. Wirklich, das halt habe ich doch schon mal gesagt. Und COD damals, da bin ich nie besser geworden, wenn ich viel gezockt habe, aber in Fortnite ist das schon krass. Was auch total unterschätzt wird und underrated ist bei, ich sag mal, Spielern, die das so nebenbei ein bisschen zocken, die jetzt nicht vorhaben, da mega krass drin zu werden oder so, aber trotzdem, das Editieren von Materialien ist so krass. Also, ich weiß nicht, kennt einer von euch Nick E30 oder so, das ist, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, das ist der beste Editierer von Materialien, das ist unglaublich, was der da teilweise mit den Gegnern macht, das tut richtig krass, weh beim Zugucken. Also, der hat zum Beispiel auch immer, wenn er jemanden pusht, der Highground hat, das habe ich auch noch nicht ganz raus, der baut eine Treppe, okay, das hat aber auch damit zu tun, dass die PS4 einfach beim Bearbeiten viel, viel langsamer ist als ein PC, der baut eine Treppe und dann baut er ein Dach über, dann baut er eine Wand über sich und im Sprint bearbeitet der die schon wieder, dass der da direkt durchgehen kann, weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Also, die können eigentlich treffen, aber das ist unmöglich, Alter, wirklich. Ja, es ist halt krank, was manche Leute da können, die halt jetzt jede Sekunde gespielt haben. Ich weiß auch, jeder zweite Zuschauer ist wahrscheinlich auch der beste Bauer der Welt in den Kommentaren. Ja, in den Kommentaren auf jeden Fall. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Das ist halt krass, wie schnell du da schon jetzt oben bist, Alter. Ja, das aber da hast halt du auch gerade eben eine Treppe gesetzt, so, weißt du, ich meine? Jetzt bist du schon zu weit oben. Ich kann nicht. Da oben kann ich auch einfach keine Wand platzieren. Das ist gut mit der Doppeltreppe, das war gut. Du bist halt so weit oben, weißt du, ich komme da einfach nicht so richtig mit, so schnell so hoch zu sein. Und jetzt baue ich einfach nur noch irgendwas um Dingens, Alter. Ich baue dir halt immer wieder den. Ja, ich baue dir halt immer wieder den Schuss quasi zu, ganz kurz. Und das klappt jetzt auch schon ganz okay hier so. Genau, jetzt war ich gerade kurz mit eine Sekunde lang. Aber das war es jetzt auch wieder komplett. Jetzt weißt du, dass ich hier rauskommen werde. Okay, jetzt kann ich vielleicht noch so versuchen. So, jetzt hättest du ja High Ground, ne? Ja, sozusagen. Das Ding ist, das ist auch so eine Sache. Warte, schieß mal nicht. Geh nochmal nach oben. Jetzt zeige ich dir, wie ich das jetzt machen würde. Ist egal. Ja, ist egal. Okay, warte, aber ich muss kurz so, wie ich vorher stand, damit es so realistisch ist. So, also du bist jetzt hier unten. Und ich sage mal, bin... So, okay. Ja. Als erstes, ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich mache das oft, dass ich hochspringe und komplett nach unten gucke, damit ich auf der Plattform, wo ich stehe, schon eine Treppe bauen kann. Ja, das mache ich auch immer. Okay, alles klar. Okay, warte. Dann sagen wir einfach mal, ich bin jetzt hier. Dann hätte ich so nach oben geguckt, zur Seite, direkt einen Boden und in dem gleichen Sprung noch eine Treppe. Also das ist halt dieses, in einem Sprung beides zu bauen, das nimmt, bringt dir halt so viel Zeit, weißt du, was Boden ich meine? Boden und Treppe. Ja. Boden und Treppe gleichzeitig. Und dann kannst du dann auch halt direkt diese Mini-Base machen, so, weißt du? Ja. Rennst du hoch, bam. Ich mache immer nur Wand und Treppe. Bodentreppe habe ich noch gar nicht im Kopf. Boah, das ist halt krass. Ja, Bodentreppe musst du ja auch nicht, aber weißt du, was ich meine? So, ja. Das geht dann halt echt viel schneller. Du drehst dich so zur Seite und dadurch, okay, das war jetzt Choke, aber dadurch, dass du halt beide Sachen gleichzeitig machst, bist du so schnell oben und hast so schnell Highground. Ja, oder bleib da, das reicht schon da. So, jetzt pass auf, ich weiß, du bist in dem Turm drin. So. Ja.
Jetzt will ich aber natürlich nicht in Gefahr laufen, krass unter dir positioniert zu sein. Also baue ich mich in irgendeine Richtung raus, um dann den Turm im Auge zu haben. Aber das ist halt schon so krass gefährlich, weil in der Zeit siehst du mich ja die ganze Zeit. Genau, und dann kann ich dir die Treppe halt auch wegschießen, ja, selbst wenn du eine Double-Stair machst, ne? Dann kann ich halt beides durchschießen. Das ist halt die Sache, das kommt halt auch krass mit der Zeit erstmal dieses, also wo ist der Gegner, weißt du? Keine Panik bekommen, die genau ausdenken, wo du hin möchtest. Ja, genau. Dass der dich nicht im Blick hat und halt wirklich immer diese Wände setzen, dass man deinen Kopf nicht sieht. Also das ist wirklich diese Wände beim Hochgehen an der Seite platzieren oder nach rechts platzieren und dann auf der Stelle, wo man ist, den Boden oder die Treppe halt zu bauen, um man direkt da drauf springen zu können. Ja, das ist schon echt key bei so Sachen. Das ist halt echt. Bleib mal kurz oben. Sekunde, ich will mir kurz meine Materials einmal holen. Aber guck mal, ich liebe sowas, ne? Das ist so, das ist dieser Tryhard-Modus, ohne Witz, ne? Weil, ja, ich meine, das ist jetzt so eine Stunde. Stehen wir jetzt hier nur um bauen zu üben, damit man irgendwie besser wird in dem Game. Das ja, einfach, so muss es halt auch sein. Ja, so, okay, ich gucke. Jetzt genau, bleib mal so da. Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist so ein Gegner, der hat so eine billige Base gebaut. Das ist so eine Treppe jetzt. Oder also, bau noch mal eine Wand, genau so. Genau. So, jetzt sehe ich, dass du da bist. Und du weißt nicht, dass ich hier bin. Dreh dich mal um, als ob du gegen mich anders kämpfst. So. Okay. Ab wann hörst du denn, wenn ich zu dir komme? So, ich fange jetzt mal an. Jetzt hörst du schon. Jetzt hab ich schon gehört, genau, ja. So, und jetzt zum Beispiel habe ich absolut gechoked. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Ich bin aber auch runtergefallen. Ich muss kurz. Kein Bock, das abzubauen, so. Ja. Okay. Aber das hier ist schon an sich, ist das hier schon. Dieses hier ist quasi die richtige Methode. Ne? Da kann ich mich über dich bauen zum Beispiel und dann. So, dann bleib mal jetzt da. Und jetzt kann ich auf dich schießen. Wobei genau, jetzt da würde ich das halt so machen, so. Und im Optimalfall. So genau. So, okay. Dann kannst du da vielleicht eine Treppe. Aber bleib mal kurz da. Oder baue ich vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ich versuche jetzt mal kurz den Highground zu bekommen und guck dann, wie ich das mache. Weil du weißt ja auch oft nicht selbst, du kannst es ja selber. Also du analysierst ja halt deinen eigenen Spielstil nicht die ganze Zeit. Das ist irgendwie so, du bist irgendwie so in den Modus, deswegen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen würde. Okay, warte mal. Also, das ist genau, ist ja die Sache. So, das ist ja, wir können es ja gar nicht genau simulieren, wie es im echten Baukampf aussieht. Ich bin jetzt hier. Okay. Okay, okay. Soll ich mal versuchen, dich zu töten? Also aber geh noch mal ein bisschen nach oben. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Da hast du dich jetzt zu sehr darauf konzentriert zu schießen. Ja, stimmt schon. Da hast du jetzt halt voll viel Zeit verloren. Boah, gerade habe ich gut gebaut, Alter. Ja, ich habe gemerkt, du warst viel näher dran als gerade eben. Ich habe kein Material mehr, okay, gut. Ja, okay. Genau, wenn du halt irgendwo oben bist, dann kannst du dieses Dach noch bauen, weil man dann von unten, wie bei der Double Stair, erst noch was wegschießen muss, bevor alles einbricht, so. Ja, viele bauen sich ja das Dach mittlerweile auch, wenn sie sich healen, nach oben drauf. Das sehe ich immer jetzt. Also die ach, genau, ja, genau. Genau, damit man, genau, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, damit der Gegner zwei Wände hat, die er durchschießen muss, zu dir zu kommen. Das ist die ganze Zeit das gleiche Prinzip. Ja. Und deswegen würde ich empfehlen, diese Taktik, ich weiß nicht, wer es war, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, ob es Kamo oder Amar war oder ob es überhaupt nicht einer von den beiden war, der das erfunden hat, dieses Abseilen zu lernen, wo du halt in einem Rückwärtsflug quasi dir die Treppe gar nicht bearbeiten musst, sondern einfach nur runterfällst und so halt schnell nach unten kommst. Das ist voll schwer zu erklären. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Doch, ich weiß schon. Also, und das ist halt eine Sache, das vergisst man halt auch oft, dass es letztendlich muss man auch noch schießen am Ende und wenn der Gegner unter dir ist, musst du halt irgendwann auch was machen. Vor allem, wenn die Zone kommt, da kannst du noch so was Schönes bauen, da kommst du dann nicht mehr runter. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist das, was er auch gerade meinte, ist dieses hier. Ich habe mir, habe ich eben gesagt, ich habe mir das hier gebaut. Das ist ja das, das sieht man auch oft bei Red zum Beispiel, dass der dieses hier auch als Treppe generell benutzt. Genau. Das ist auch dann ein bisschen kosmetisch. Früher war das halt noch wichtiger, weil früher, wo es noch nicht Baumeister Pro gab, musstest du es quasi so machen. Weil sonst ja, genau, wenn man zwei Treppen hat, ne? Genau, sonst hast du immer direkt aus. Treppe nicht ja. Was ich dir empfehle in einem Baufight, immer nur einen Schuss. Wenn der nicht trifft, dann bau direkt weiter. Versuch nicht irgendwie die Sachen runterzuschießen oder so, weil dann hat der Gegner direkt wieder Highground. Du hast immer einen Schuss und wenn du den nicht triffst, und selbst wenn du den triffst, dann hat der schon mal Leben abgezogen, dann baust du dich wieder weiter nach oben und hast wieder einen Schuss. Weil sonst dauert das zu lange und der Gegner ist wieder über dir, weißt du? Ja, ja, das ist halt krank. Also, das ist halt, weil das meist, also ist ja auch oft so, dass dann die Baufights mit Shotgun am Ende entschieden werden. Ja, genau. Aber klar, wenn du jetzt eine MP hast, kannst du mehr als eine Kugel abfeuern. Das wäre sonst ja, bisschen, klar. Oh, ja, du stimmt. Schießt so mit der AR so. ein einziger. Okay. Ja, das war's. Okay, Leute. Es hat Bock gemacht, Alter. Ja, es war auf jeden Fall nice. Ein paar Sachen konnte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich hoffe, dass ich das dann in den nächsten Baukämpfen in Season 5 auch anwenden kann.
dann checkt auf jeden Fall mal Phils Gaming-Kanal, bis ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, lasst da mal ein Abo da und ich bin raus für heute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.